Was klappt, meine Hummelfreunde? Marzlio am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir mal den Bank-Tycoon spielen, Leute. Das heißt, wir werden hier eine eigene Bank hier eröffnen. Und ich habe mal hier für euch ein paar Mitarbeiter eingestellt, eher so gesagt gekauft. So, dann will ich einfach mal sagen, wir kaufen noch mehr Mitarbeiter. Boah, okay, dann haben wir jetzt hier 5 Mitarbeiter hier am Start. Und hier hinten gibt es ein Safe und da bekommen wir hier unser Geld. Okay, ich habe jetzt hier so circa 1800 Dollar oder so. So, dann kaufen wir jetzt ein bisschen ein paar Upgrades. Oh, okay, jetzt sieht die Bank ein bisschen schöner aus, finde ich. Dann hier natürlich auch noch das hier irgendwie, damit wir hier natürlich eine Tür haben oder so. Boah, und in diesem Video werden wir natürlich eine richtig krasse Bank öffnen. Also lasst dafür gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, und sonst würde ich einfach mal sagen, fangen an, hier unsere Bank zu bauen. Da wir auf jeden Fall nicht immer, ja, warten wollen oder so, würde ich einfach mal sagen, ich hole mir hier was für Robux. Oh, was gibt es hier? 5000 Cash, 15 Robux. 25.000 Cash für 50 Robux und 50.000 für 100 Robux. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich hole mir einfach das hier, also die 50k. Macht es auf jeden Fall nicht nach, Leute. Ich mache es hier nur fürs Gaming-Video. Also gibt kein Geld aus hier und schaut einfach hier mein Video an, um zu sehen, was hier passiert. Okay, ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt einfach mal. Okay, ich glaube, ich kaufe jetzt hier einfach alles durch. Oh, so Owner-Tür oder so. Boah, dann haben wir so Tür mit Laser und so. Okay, da kaufen wir uns natürlich auch so ein paar Gläser oder so. Okay, so Gemälde. Oh, sieht da voll schön aus, finde ich. Ja, dann kaufen wir uns einfach noch mehr Sachen. Okay, Banker 1. Ah, okay, jetzt können wir hier so mehr Mitarbeiter einstellen. Oh, natürlich hier, damit wir hier mehr Geld bekommen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. So, dann kaufen wir natürlich hier noch ein paar andere Sachen durch. So, zack, zack, zack. Jo, okay, die 50.000 für den Anfang sind echt schon gut, finde ich. Boah, so Lobby-Gedöns hier auch hier. Boah, okay. Boah, Alter. Wir kaufen es ja einfach alles durch hier. Ey, ich finde es so krass gerade, dass wir einfach irgendwie durchlaufen und einfach alles kaufen können. Aber ich glaube, ich kaufe jetzt mal alles hier am Anfang und dann gehen wir hier mal ein paar Räume weiter. Und dann schauen wir mal nach, was es dann so gibt. Oh, jetzt wird es auf jeden Fall hier... ja, teurer. Oh, okay, das kann ich jetzt nicht kaufen, weil das gerade zu teuer ist. Deswegen würde ich aber mal sagen, wir laufen hier weiter. So, das können wir auch kaufen. Zack, das auf jeden Fall auch. Oh, so Emergency oder so. Ah, das ist so Notruf oder so, kann ich mir vorstellen. Ach so, und einen Cash Boost haben wir sogar auch hier für 2 Minuten und 40 Sekunden oder so. So, dann holen wir uns einen 6. Mitarbeiter hier in unserer Bank. Boah, okay, unsere Bank sieht jetzt schon richtig geil aus, finde ich. Oder können wir die Automaten nutzen oder so? Okay, das geht nicht. Okay, Find Button, was ist das, wenn wir da drauf drücken? Hä? Wo zeigt überhaupt der Pfeil an? Achso, hier, was ist das denn? Okay, like the game, join group. Okay, ich weiß nicht, was eigentlich damit gemeint ist. Ich glaube, wir machen das einfach mal schnell. So, okay, ich habe es einfach mal gemacht hier. Oh, okay, Decoration. Ah, achso, dann haben wir hier so Dekoration. Oh, okay, das wusste ich nicht irgendwie. Oh, was haben wir hier? So ein Sheriff oder so. Okay, wahrscheinlich irgendwie so Art Security oder so. Oh, okay, hier gibt es Büsche. Ach so, hier kauft man die ganzen Sachen weiter. Oh, hier gibt es hier Group Chest. Oh, okay, die können wir einsammeln. Okay, was haben wir hier bekommen? Oh, Cash Boost haben wir bekommen. Oh, geil, dann haben wir hier mehr Cash Boost. Sonst kriegen wir hier ja mehr Geld. Okay, dann würde ich mal sagen, wir kaufen uns hier noch ein paar Bäume. So, hier ein paar Bäume kaufen. Alter, aber unsere Bank sieht eigentlich nicht schlecht aus hier für den Anfang. Und wir haben ja auch natürlich hier 50.000 Dollar gekauft. Und ja, okay, es ist ein bisschen unfair, wenn man hier cheatet, aber trotzdem. Oh, hier gibt es irgendwelche Kisten für Robux. Boah, okay, ich würde mal sagen, ich hole mir eine, ja, so eine graue Kiste oder so. Macht das auf jeden Fall auch nicht nach, Leute. Ich kaufe jetzt hier auch nur fürs Video. Und da bin ich mal echt gespannt, was das ist, wenn man solche Kisten sieht. Weil die kosten ja Robux, finde ich. Okay, ich würde mal sagen, wir kaufen das einfach mal. Okay, gewöhnliche Truhe. Aber wie, ja, setze ich die ein oder so? Ach so, ich glaube, ich habe hier so ein Messer und ein Katana bekommen. Hä, ist das, was ich bekommen habe oder so? Okay, jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Habe ich das schon vorher bekommen oder, ja, habe ich das jetzt irgendwie wegen dieser Kiste bekommen? Also, jetzt weiß ich es gerade wirklich nicht. Ich bin gerade wirklich voll verwirrt. Aber, ja, wenn ich das durch die Kiste bekommen habe, dann finde ich das schon echt einfach Schmutz irgendwie. So um die 39 oder 29 Robux waren das. Nur für so ein Messer und für so ein unsichtbares Katana, was man überhaupt gar nicht sieht. Also ich finde, das ist echt schon, ja, Müll irgendwie, wenn man so eine Kiste kauft und, ja, man hier so nur so ein Messer bekommt oder so. Naja, okay, ich würde einfach mal sagen, wir kaufen uns natürlich hier noch Kameras.
Boah, okay, unsere Bank. Boah, das sieht schon geil aus. Aber hinten ist eigentlich gar nichts. Also ich weiß nicht warum, aber ist halt irgendwie gar nichts. Ich kann halt hier nichts kaufen oder so. Okay, was ist überhaupt das hier? Ich weiß nicht, was das ist. Sind so Röhren oder was? Okay, ich weiß nicht, was das überhaupt war. Aber hä? Sind wir jetzt mit dem Tycoon fertig oder so? Okay, gibt's irgendwas mit Safe? Ah, nee, hier. Okay, ich dachte gerade, wir sind mit dem Tycoon fertig oder so. Aber dass es hier so Safes gibt... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, okay, das kaufe ich natürlich auch. Boah, einfach alles durchgekauft, weil ich so 50.000 Dollar oder so hatte. Boah. So, dann holen wir uns natürlich hier noch eine andere Tür. Okay, ich glaube, jetzt können wir weitermachen. Ah, ach so, jetzt fängt es hier erst an. Boah, okay, jetzt haben wir hinten so Geld hier. Jo, okay. Das ist schon nice, finde ich. Und ich habe meine Aufnahme kurz geguckt. Und ich habe dieses Katana bekommen. Also dieses Messer habe ich ja schon vorher gehabt. Aber dass ich 35, 39 Robux, genau, ausgegeben habe. Nur wegen ein unsichtbares Katana ist echt schon scheiße. Also macht es auf jeden Fall nicht nach. Kauft es auf jeden Fall auch nicht nach. Weil sowas bringt eigentlich nichts so. Ne? Man gibt 39 Robux auf aus, nur wegen ein Katana, ey. Was sind das da draußen für Lucky Blocks? Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen die einfach mal. Was ist das denn? Cash Crate! Ach so, das ist so eine Geldkiste oder wie? Boah, dann sammeln wir einfach mal alle ein. Okay, dann bin ich gespannt, wie viel verdienen. Boah, okay, ich sehe gerade gar nichts. Oh, ich glaube, das will den Spieler hier angreifen. Ich sehe nichts! Hallo? Ich sehe nichts! Boah, okay, der will uns hier angreifen. Boah, komm her. Boah! Yo, okay, komm, ich mach aus dich Döner draus. Ey, der ist direkt gestorben, der Arme, ey. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir verbessern unsere Bank wieder. Und ich habe ja etwas hier gekauft. Ihr könnt ihr sehen, ich habe hier halt wieder so einen zweiten, ja, ich weiß nicht, wie man so es nennt, aber ihr wisst ja ganz genau, was ich damit meine, wenn hier so ein, ja, Geldauto liegt. Ja, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es man nennt, aber egal. Ich würde einfach mal sagen, wir kaufen uns hier so einen Dropper. Okay. Achso, okay, müssen wir jetzt das kaufen, oder wie? Okay, Buy Money Dropper. Achso, das war kein Dropper, den ich gekauft habe. Das war irgendwie so eine Linie oder so. Ich dachte, ich kaufe hier gerade so einen Dropper oder so. So, jetzt können wir auf jeden Fall den Dropper hier kaufen. Okay, Money Dropper. Achso, das ist so ein Mitarbeiter, würde ich aber mal sagen, der hier unser Geld droppt. Oh, geil. Okay, dann würde ich mal sagen, wir kaufen uns hier noch so ein Backroom-Light. Okay, das hört sich irgendwie gruselig an, so Backroom-Light. Oh mein Gott, nein. Ach, Digga, als ob der jetzt abhaut, man. Hau doch nicht ab. Boah, boah, okay. Aha, okay. Steht er vor meiner Tür mit einem Messer und verkackt dann gegen mich. Hö, wie ist denn der hier reingekommen? Ey, komm her. So, komm her. Ey, nicht in meiner Bank hier einbrechen. Ach so. Oh mein Gott, ich bin so dumm und habe meine Owner-Tür hier aus Versehen offen gelassen. Deswegen ist es hier reingekommen. Ich dachte gerade am Anfang, hä, wieso ist sie hier drin? Naja, okay, egal. Ich würde mal sagen, wir holen hier auf jeden Fall hier noch etwas. Boah, geil. Wir haben schon eine geile Bank aufgebaut, finde ich. Aber das ist eher irgendwie noch nicht das Ende mit der Bank. Oder bestimmt wartet der Spieler doch sowieso noch draußen auf mich, oder? Nee, okay, der ist jetzt weg. Ja, sonst würde ich einfach mal sagen, das war's mit meinem Video. Hoffe, es hat gefallen. Für mehr Videos, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.